Restauration, Tischkreissäge, Flotjet, Teil 3. Teil 1 und 2 habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Homewerken, der YouTube-Kanal rund um das Thema Holzmetall und Elektrotechnik. Mein Name ist Sebastian und heute mit dem dritten Teil zur Restauration der Flotjet 1011 Tischkreissäge. Ich würde sagen, wir starten weiter mit dem Zusammenbau. Die wichtigsten Teile oder die nächsten Teile habe ich hier schon mal sauber gemacht. Und ja, der Motor ist auch fix und fertig. Ich denke, wir starten. Ja, so viel zum groben Zusammenbau hier der Mechanik. Hat super gut geklappt und die Teile von Flotz sind auch immer noch absolut passgenau. Oder sind absolut passgenau, was sich die Ingenieure da vor 20, 30 Jahren gedacht haben. Wirklich aller Ehren wert und ja, die Maschine ist einfach massiv und ja, solide konstruiert. Ne? Finde ich total klasse. Ja, das Sägeblatt läuft auch wirklich rund und absolut ruhig. Das habe ich auch übrigens von der Firma Falkenwald gesponsert bekommen. Die Beschriftung ist jetzt leider hier hinten. Hat einen Durchmesser von 250 mm, 2,5 mm breit und eine Bohrung 30 mm bei einer maximalen Drehzahl von 6100 Umdrehungen. Das ist so abgelaufen. Ich habe bei Amazon nach Sägeblättern geguckt und da ist mir dieses Sägeblatt aufgefallen, weil ja, das unheimlich viele gute Bewertungen hat. Ich glaube 800-900. Ich habe euch das übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr selber mal gucken. Und ja, ich bin gespannt, wie das so schneidet. Jetzt wird wieder gefräst. Und zwar die Einlegeplatte. Ich habe mir hier ein Opferbrett drunter gelegt und mit doppelseitigem Klebeband die Aluplatte hier fixiert. Sollte eigentlich halten, habe ich relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Und guckt zu, wie die Späne fliegen. Guckt euch das an. Ich habe jetzt hier die Kanten noch ein bisschen mit dem Schmirgelpapier entgratet und ja, setzen wir das Ding mal ein. Hey, das ist doch geil, oder? Das passt wirklich original. Das einzige Blöde ist jetzt, was heißt blöd? Ich habe mir dabei eigentlich was gedacht. Hier sind 0,3 mm Überstand. Die muss ich jetzt von der anderen Seite irgendwie mit irgendwas unterlegen, lasse ich mir noch was einfallen, aber das Brett hier, beziehungsweise das Einlagebrett, ist schon mal perfekt. Weiter geht's. Jetzt geht's hier wie folgt weiter. Hier die Einlegeplatte ist drin und jetzt muss ich ja noch hier die Einlegeplatte befestigen mit zwei Schrauben. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht ganz genau, wo die Schrauben sind. Das mache ich jetzt wie folgt. Ich habe hier eine ganz normale M5-Schraube, die lässt sich hier reindrehen, beziehungsweise das ist ein M5-Gewinde. Und hier schneide ich jetzt mit der Drehmaschine genau in der Mitte mit einem 3 mm Bohrer ein Loch durch. Und dann habe ich eine Schablone, wie ich von oben mit dem Bohrer durchschneiden kann. Ab zur Drehmaschine! Thank you.
habe jetzt doch ein bisschen improvisieren müssen. An der kleinen Flott ist die Drehzahl der Spindel einfach viel zu hoch. Der wobbelt hier oder wackelt, vibriert viel zu stark. Jetzt habe ich das hier bei der großen Fräse eingespannt. Jetzt muss es gehen. Ja, weiter geht's. Normalerweise musste das jetzt genau passen. Ich habe jetzt hier mit dem Schleifblock noch hier die Oberfläche ein bisschen angeraut bzw. hier den Grat entfernt. Ja, probieren wir aus. Ja, super. Ja, das passt perfekt, richtig gut. Nur ein Problem finde ich, oder blöd finde ich, ist, wenn ich hier anziehe, die Seite sich nach oben bewegt. Und hier federt. Ich denke, ich muss hier auch noch mal eine Schraube reinsetzen. So, jetzt mit zwei Löchern hier auf der Seite sollte sich das auf der Seite nicht mehr hochdrücken. Ja, sehr gut. Jetzt ist hier überall ganz leichter Überstand. Das wird unterlegt und dann ist das perfekt. Platte ist fertig. Kommen wir hier zu dem Unterteil bzw. dem Tisch von der Kreissäge. Ich habe mich dazu entschieden, das Teil jetzt erstmal nur sauber zu machen und dann die Kreissäge hier oben drauf zu setzen, weil das hier groß aufwendig zu restaurieren lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Ich möchte die Kreissäge bzw. das Oberteil in der kompletten Werkbank integrieren. Aber das sollte sich erstmal hier in der Praxis bewähren und von daher mache ich hier nur das Nötigste und das kommt jetzt hier drauf. Aber vorher machen wir das noch sauber. Ja, die Sachen sind sauber und ich kann mich mit den Gedanken eigentlich nicht anfreunden, die jetzt hier so an die schöne Platte dran zu schrauben. Ich werde die jetzt doch noch sandstrahlen, neu lackieren und ja, dann gucken wir mal, wie es aussieht gleich. Ja, das Teil hier ist gestrahlt. Aber ich mache das gleich noch gründlich. Vorher werde ich hier noch jetzt Löcher reinsägen. Einmal für ja, diesen An- und Ausschalter und einmal für das Display. Das kommt hier hin. Ja, guckt weiter zu. Ja, alle Löcher sind drin und es passt auch soweit, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr gut. So eine ja, Druckluftstichsäge hat wirklich mir dabei geholfen, präzise Schnitte zu machen. Ich brauchte gar nicht viel feilen hier, um irgendwelche Kanten auszumachen. Hat sehr gut funktioniert. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Ich bin begeistert und jetzt kommt das Teil wieder in die Sandstrahlkabine. Dann wird ja, lackiert und dann schauen wir, wie es aussieht. Thank you.
Sachen sind lackiert, jetzt geht's zusammen. Das Kabel hier für den Motor vernünftig im Innenraum zu befestigen, habe ich mir hier so Kabelhalter gedruckt. Hier in der Mitte kann man einen Kabelbinder durchziehen und das Kabel dann hier so fixieren. Die schraube ich dran. So, jetzt kommt ein relativ großer Moment für mich und die Säge. Ich habe das Einlagebrett hier wieder reingesetzt und die Elektronik eingebaut. Dazu sage ich aber im letzten Teil was zu der Elektronik. Und jetzt fährt das Sägeblatt hier durch die gefräste Aluplatte. Ich hoffe wirklich, dass mir da nicht alles um die Ohren fliegt und drückt mir die Daumen, dass es klappt. Jetzt bringen wir das Ganze hier noch ein bisschen auf Hochglanz, hier mit dem Bandschleifer. Ich habe hier 250er, 240er Papier drauf, gleich mit 400er und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, der Tisch ist abgeschliffen und total plan. Alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt brauchen wir noch einen Oberflächenfinish. Dabei habe ich mich hier für Silberglide entschieden. Auch über Amazon darauf aufmerksam geworden, den Hersteller angeschrieben. Und der hat mir das dann hier so zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann ja kurz darüber mal was sagen. Silberglide ist ein Trockengleitmittel, was bei Holzbearbeitungsmaschinen wie diese hier zum Einsatz kommt. Man muss darauf achten, dass das Bett, was man damit einreiben will, staubfrei, trocken, fettfrei ist. Ich habe das mit Bremsenreiniger gerade gesäubert und das hat dann den Effekt, wenn man das hier eingeschmiert hat, dass das Holz hier ganz geschmeidig drüber gleitet und die Oberfläche ist dazu auch noch geschützt. Ich habe euch das Produkt mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gleitet auf jeden Fall echt gut und die Oberfläche ist auch nicht irgendwie fettig oder so. Ich bin gespannt, wie sich das so in der Praxis schlägt. Jetzt nochmal zur Elektronik der Säge. Ich mache darüber aber auch nochmal ein extra Video. Diesen Poti hier stelle ich die Sägeblatthöhe ein, also wie hoch das Sägeblatt überhalb des Tisches ist. Ich stelle das jetzt hier meinetwegen mal auf 30 mm ein. Und sobald ich diesen Knopf hier drücke, fährt das Sägeblatt hoch. Und wenn hier ist steht, ist das Sägeblatt auf dieser Höhe. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf 0 fahren will und plötzlich loslasse, weil irgendwie was ist, ist eine Sicherheitsfunktion, bleibt das Sägeblatt stehen. So, wenn ich jetzt hier weiter drücke, fährt er wieder auf 0 und ist 0. Und ein Sicherheitsfeature hier ist, wenn die Säge zum Beispiel ausgeschaltet ist und man sie einschaltet, fährt das Sägeblatt erst runter und man kann dann erst die Säge starten und die Sägeblatthöhe einstellen. Ich zeige euch das mal. So, die Säge wird eingeschaltet
Das Sägeblatt fährt runter auf Null. Und erst jetzt kann man hier am Poti die Sägeblatthöhe einstellen und die Säge starten. Das hier ist der Ein- und Ausschalter der Maschine. Das ist ein spezieller Maschinenschalter, der eigentlich genau für solche Maschinen wie diese hier gebaut ist oder gedacht ist. Das Besondere daran ist, der hat ein eingebautes Relais mit Selbsthaltefunktion. Also wenn man hier die Einschalttaste drückt, zieht das Relais an. Alle Phasen sind gleichzeitig geschlossen und der Motor läuft an. Und das Relais dabei hält sich selbst. Wenn man jetzt den Motor ausschalten will, drückt man hier einfach drauf oder schlägt drauf. Das Relais fällt ab. Alle Phasen fallen auch ab und alles ist stromlos. Der Motor hört auf zu laufen. Das Ding habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das war's auch erstmal vom Restaurationsvideo meiner Flotjet 1011. Es wird hier noch zwei weitere Teile geben. Einmal, wo ich hier noch einen Tisch drum baue mit einem Parallelanschlag und vielleicht einer eingebauten Oberfräse. Und ein Teil, wo es über die Elektronik geht und die Programmierung. Da muss ich mich auch bei meinem Cousin bedanken. Vielen, vielen Dank, Micha. Ich hätte das ohne dich so nicht hinbekommen. Und ja, das hier mit der Sägeblatthöheneinstellung, dem Poti und dem Taster funktioniert ja einfach wirklich gut. Danke nochmal dafür. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, meinen Kanal abonnieren, Daumen nach oben und kommentieren unten. Bis zum nächsten Mal.